Am Freitagabend ereignete sich auf der Hamburger Reeperbahn ein denkwürdiges Ereignis, als das NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann seinen 80. Geburtstag im berühmten Kultclub zur Ritze feierte. Unter den zahlreichen illustren Gästen des Abends befand sich auch der Moderator Andreas Ellermann, der mit seinen 58 Jahren nicht nur für seine Präsenz, sondern auch für sein auffälliges Outfit für Aufsehen sorgte. Die Aufmerksamkeit der Anwesenden wurde auf das Paar gelenkt, als Ellermann und seine dänische Freundin Ilka im Partnerlook auftauchten. Ilka trug eine leuchtend pinke Bluse und einen passenden Mantel. Während Ellermann sich für einen pinken Schal und eine pinke Hose entschied. Gemeinsam setzten sie ein auffälliges modisches Statement und schienen keinerlei Scheu davor zu haben, ihre Zuneigung füreinander vor den Kameras zu zeigen. Ellermann suchte immer wieder die Nähe seiner Partnerin, indem er sie in den Arm nahm oder ihre Hand ergriff. Es schien, als wolle er der Welt zeigen, dass er mit Ilka im siebten Himmel schwebt und keinen Platz mehr für Gedanken an seine Ex-Freundin Patricia Blanco hatte. In Bezug auf Patricia äußerte sich der 58-Jährige klar und entschieden. Es ist mir mittlerweile egal, was Patricia macht. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen, und daher möchte ich ihr Leben nicht kommentieren, erklärte er und wünschte ihr aufrichtig viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg. In Bezug auf die Küsse, die Patricia mit der Schauspielerin Sandra Quadflieg in Susis Showbar ausgetauscht hatte, schien Ellermann recht wenig Interesse zu zeigen. Seine Einstellung dazu war nüchtern und pragmatisch. Wir leben in Deutschland, hier ist jeder frei und kann küssen, wen er mag, bemerkte er. Wenn sie das glücklich macht, ist es okay. Patricia soll doch küssen, wen sie will. Es schien, als hätte Andreas Ellermann den Punkt in seinem Leben erreicht, an dem er sich von den Angelegenheiten seiner Ex-Freundin distanzierte und sich auf sein eigenes Glück konzentrierte. Währenddessen feierte Patricia Blanco ihren 52. Geburtstag in Begleitung ihrer besten Freundin. Doch bei der Suche nach einem neuen Prinzen schien sie nicht fündig geworden zu sein. Und so tauschten die beiden Freundinnen kurzerhand einige leidenschaftliche Küsse aus. Patricia teilte ihre Vorstellungen von einem zukünftigen Partner, wobei sie klare Erwartungen hatte. Ihr Prinz sollte keinesfalls ein Narzisst sein, sondern stattdessen Humor, Fürsorglichkeit und Großzügigkeit mitbringen. Gleichzeitig ließ sie einen Seitenhieb gegen ihren Ex, Andreas Ellermann, fallen und offenbarte ihre Enttäuschung in Bezug auf ihr Sexualleben. Ich hatte seit Jahrzehnten keinen ordentlichen Sex mehr, erklärte sie und wies darauf hin, dass sie zahlreiche Angebote über ihre Social-Media-Kanäle erhalten habe. Es schien, als sei sie für persönliche Treffen und den Kontakt zu knackigen Typen offen, während sie weiterhin auf der Suche nach ihrem Traumprinzen war.